Am kommenden Mittwoch ist es soweit. Erstmalig wird der Medienpreis für digitale Projekte der Evangelischen Kirche im Rheinland verliehen. Eine Jury hat aus den insgesamt 26 eingereichten Projekten die Preisträger ausgewählt. Kurz nach der Jury-Sitzung hat eine der Jurymitglieder, der ARD-Digitalexperte Dennis Horn, seine Eindrücke dazu geschildert. Wir hatten alles dabei, von Websites, die durch besondere Tiefe und Größe geglänzt haben, über Videoprojekte, eigene originäre Social-Media-Formate, bis zu neueren Formaten wie Apps oder 360-Grad-Anwendungen. Also das war eine sehr große Bandbreite an Einreichungen. Und wenn Sie das jetzt so sehen, wie würden Sie sagen, geht digitale Kirche? Tja, digitale Kirche geht, indem ich die Möglichkeiten, die mir im Modernen zur Verfügung stehen, auch nutzen, zum Beispiel auch dort dahin zu gehen, wo die Menschen sich aufhalten. Zum Beispiel in soziale Netze zu gehen, originäre Formate für dort zu entwickeln. Digitale Kirche geht aber auch, Angebote zu schaffen, die verlässlich sind, die ich auch finde, die auffindbar sind und nutzbar sind für bestimmte Zielgruppen, Lebenslagen, was auch immer.